So eben genau nicht. Aber warum kann ich die verschieben und die oberen nicht? Weil die selektiv verschiebbar sind. Ich hatte nämlich letztens auch in der Höhle einen Stein, den man einfach nicht verschieben konnte, wo ich mir so dachte, hä? Einfach ausprobieren. Ja. Manche gehen, manche nicht. Du hast die Pegasus-Stiefel erhalten. Halte L gedrückt, um zu sprinten. Beim Sprinten springst du auch weiter. Ja gut, Punkt 1. Wir haben jetzt schon ein paar Flächen gehabt, wo man einfach nicht drüber springen kann. Punkt 2, fairerweise, ich wusste auch, dass das Spiel Pegasus-Stiefel hat. Echt? Ja, weil Kai mir erzählt hat, dass er mit den Pegasus-Stiefeln gecheast hat irgendwann mal. Ah. Und daran habe ich mich noch erinnert. Ist jetzt nicht schlimm. Überhaupt nicht. Aber ich wusste es von damals noch, dass er mir das erzählt hat, dass er damit gecheast hat. Deswegen habe ich es noch im Kopf gehabt. Ist jetzt ja nicht dramatisch oder so. Ich sag mal so, ist jetzt nicht so, als wäre das so ein... Nein. Es wäre doch so ein seltenes Item in Zelda-Spielen. Da wusste er auch noch nicht, dass ich das spielen würde. So. L? Also ich habe R gedrückt. Ach, das ist das Ding, was die ganze Zeit mir im Kopf vorschwebte, was in der Link to the Past auch geht. Dieses... So mache ich die kaputt. Das sind Ballons. Als ob, es sind Zirkuszelte. Die sind geplatzt einfach. Im Original waren da Steine. Hier haben sie Ballons draus gemacht. Muss ich hier wieder raus? Ja. Okay. Nee, wie gesagt, ich finde das jetzt auch überhaupt nicht schlimm mit den Pegasus-Stiefeln, meine Güte. Kannst du dir den Baum oben rechts von dir nochmal anschauen? Welchen? Ganz rechts hoch, da wo du gerade eben hergekommen bist. Den hier? Ja. Schade, die fällt nicht runter. Gut, die Eule meinte, man sollte gucken, ob die Wände irgendwie komisch klingen. Aber... Schwert gezückt halten. Und einfach gegen die Wand laufen. Ach so. Mit dem Pegasus-Stiefeln oder? Nee, ganz normal mit dem Schwert gegen die Wand. Ich kann mein Schwert in die Wand reinstecken. Warum? So kannst du halt hören, ob da irgendwie eine brüchige Wand hinter ist. Aber warum kann das Schwert in die Wand? Ich weiß nicht. Das ist schon so ein halber Pfeil auf dem Boden, oder? Nicht nur ein halber! Guten Tag! Guten Tag! Aber ich fand schon, dass der Chat nichts gesagt hat. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich den Pfeil jetzt auch nicht so offensichtlich. Also der eine oder andere hat einfach nur gelacht, hat einfach nur einen Lull gemacht, aber... Hört auf, mich auszulachen für sowas! Es hat dir keiner was gesagt. Oh, da komme ich wieder raus. Mhm. Ihr lullt die ganze Zeit, von daher gesehen. Komme ich da jetzt rüber? Probier's aus. Warum bist du nicht gesprungen? Ich wusste nicht, dass ich damit springen kann. Hast du gedacht, du läufst einfach rüber? Ja. Ach so. So wie in Ocarina of Time. Aber das sind Gleitstiefel in Ocarina of Time, nicht Pegasus-Stiefel. Ist egal. Nein. Du springst ja auch nicht mit deinen Eisenstiefeln in den Abgrund und hoffst, dass du darüber laufen kannst. Ich vielleicht schon. Weil da würde ich vielleicht auch so rüberkommen. Boah. Oder ist noch so mal einfacher. Ach, guck mal. Der Master Key. Ja, wir lachen mit dir. Die Sache ist, wo will ich jetzt überall noch hin? Da, ich bin, da war ich. Da war das Durchgeh-Dingster-Bumster. Da war der Mini-Boss. Da in der Mitte brauchst du 4 kleine Schlüssel. Ja, denke mal, da wird der Boss wahrscheinlich sein. Wobei, der Boss ist im Untergeschoss. Ja, da ist eine Treppe nach unten. Ja.
Also würde ich jetzt sagen, dass ich hier erstmal fertig bin und erstmal wieder zurückgehe. Mhm. Weil ich habe... Gut, ich habe 3 Schlüssel. Aber es sind halt keine 4. 9. Ja, ich gehe halt wieder. Also ich finde manche Sachen, wie jetzt mit den Pfeilen, ja klar, habe ich vielleicht ein bisschen dumm übersehen, aber dafür habe ich viele andere Sachen auch gut gesehen. Es gleicht sich irgendwie wieder aus. Ich glaube, da achtet man einfach nicht drauf. Man nimmt es einfach hin, dass da... Ja, hier sind ja überall diese Bodenplatten. Dass das eine komische Bodenbemalung ist und gut ist und gehst einfach weiter. Gehen wir erstmal nach hier. Um Gottes Willen, ey. Die porten sich auf die komplett andere Seite. Das ist richtig widerlich. Ich meine, ja, er meinte, ich soll keine Angst haben und dann kann ich da mit den Stiefeln bestimmt rüber, aber die Sache ist, bin ich vielleicht sogar so... Es ist ja nur ein Feld, ob ich da auch so drüber flutsche? Ja. Hä? Warum bist du jetzt gelaufen? Aber ich wollte mit dem Schwert in die Vögel rein, um die aufzuspießen, weil ich dachte, ich bin vielleicht so schnell, dass sie sich nicht porten können. Ja, deswegen meine, das ist keine blöde Idee. Deswegen meine Frage, ob ich also bei einem Feld einfach so rüberflutsche, ohne springen zu müssen. Und dann hast du ja gesagt. Das meinst du mit flutschen? Ich dachte, flutschen mit rüberspringen hast du gemeint. Nein, flutschen beinhaltet kein rüberspringen. Du kannst aber nicht über Löcher laufen. Warum nicht? Du bist nicht Jesus. Weil Jesus ist auch nicht über Luft gelaufen, aber trotzdem. Aber es hat nicht funktioniert. Du bist auch auf den zugelaufen. Sprung einfach mal dahin. Zu dem Typen da unten rechts. Ganz normal einfach, weil du hast ja ein Schwert. Jetzt kannst du einfach nach oben laufen. Und dann? Und dann kannst du ihn wegrammen, bevor er sich wegportet. Und ich soll ohne Rennen rüber? Ja, weil du kannst ja nicht quasi im Flug dein Schwert holen. Wenn du jetzt einfach nach unten läufst, geradeaus zu dem Typ. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Dass du in die Gegner reinläufst, und zwar von oben nach unten, nicht von links nach rechts. Du musst mir schon dabei sagen, welche Fähigkeit ich benutzen soll. Wenn du mir nämlich nur sagst, ich soll rennen, dann lauf. Du sollst hinlaufen. Ohne Pegasus-Stiefel. Nimm mit. Dann sag mir das doch. Sonst gehst du doch. Zitat von mir. Wenn ich irgendetwas anderes brauche, dann sag es mir bitte. Was soll ich machen? Gehen. Ich habe laufen gesagt. Ich habe nie gehen gesagt. Ich habe die ganze Zeit, aber du sollst in die Gegner rein laufen. Aber laufen ist für mich das, was ich die ganze Zeit ohnehin schon mache. Nee, das ist gehen. Ob gehen oder laufen. Aber wenn ich doch extra sage, wenn ich noch irgendein Hilfsmittel brauche, dann sag es mir. Und du sagst nur laufen, ohne Pegasusstiefel, dann denke ich, ich brauche die nicht. Ich habe nie gesagt, dass du die Pegasusstiefel nicht brauchst. Ich habe dich gebeten, mir zu sagen, wenn ich sie brauche. Ich habe gesagt, lauf in den Gegner rein. Und du hast gerade die Pegasus-Stiefel bekommen, um schneller zu laufen. Aber Jan. Das mag... Lass das! Weg von meinem Controller. Du Sack. Aber... Egal, ob laufen gleich gehen oder laufen was anderes als gehen ist, wenn ich doch darum bitte, mir zu sagen, ob ich eine Bombe dabei brauche, springen muss, Pegasus-Stiefel dabei brauche, und die Antwort ist, nur laufen, dann gehe ich davon aus, ohne Pegasus-Stiefel. Aber das, nein! Das ist... So habe ich das aufgefasst. Aber du hast gemerkt, dass wenn du in die Gegner einfach nur reingehst, dass das nichts gebracht hat. Warum sollte ich dir dann sagen, dass du weiter in den Gegner reingehen sollst? Du hast mich auch in eines Ding da reingeschickt, obwohl ich da noch gar nicht weiterkomme. Weil ich nicht mehr wusste, dass du da nicht mehr weiterkommst. Dann hast du es wieder so verpackt als Troll, obwohl es ja keiner war. Ja. Du hast deine eigene Inkompetenz wieder als Troll verpackt. Genau. Der originale Troll Reloaded. So. Jo. Das ist so schrecklich hier. Rettet mich. Rette deinen Schlüssel eher. Ich glaube ihm das auch noch immer. Muss er den ganzen Raum dann nochmal machen? Ist dir das mal passiert? Nein. Okay. Ist dir das mal passiert? Mit Sicherheit. Die Sache ist, ich glaube ihm das halt auch öfters mal.
Weil er ist halt manchmal einfach so trollig. Also das könnte schon echt sein. Wenn ich übrigens für irgendwas in diesem ganzen Spiel... Sushi, Dankeschön für 29 Monate Treue. Wenn ich für irgendwas in diesem ganzen Spiel nochmal die Pegasus-Stiefel brauchen sollte, dann erwähne sie bitte mit. Der Name ist zu lang, kann ich einfach sagen, lauf in die Gegner rein? Nein, Stiefel in die Gegner rein. Sprint in die Gegner rein. Ja, aber gehen und laufen ist für mich zu nah beieinander. Weil das ist, gehen ist für mich eher so... Und nicht so. Aber es ist für mich auch gehen. Du gehst ja auch wie so ein von der Hummel gestochenes Nilpferd. Die Sache ist, beobachte mal seine Gehanimation. Er hat immer einen Fuß auf dem Boden. Solange du einen Fuß immer den Boden berührst, ist es kein Laufen. Beim Laufen hast du zwischenzeitlich keinen Bodenkontakt. Du sprintest ja auch gefühlt, wenn du normal läufst. Nein. Wenn ich wirklich sprinte, dann habe ich... Dann du sprintest nicht. Dann laufe ich auch wirklich. Wenn ich schnell gehe, gehe ich immer noch. Und habe immer den Boden unter meinen Füßen. Du rennst ja auch nie. Deswegen, du hast nur diese eine Form. Ich gehe da jetzt weiter, okay? Okay. Nein, warum ist doch schon wieder so einer? Ja, nice. Beide erwischt. So. Pokobin. Besser er als ich. Ah! Das ist schon mies, dass der Schlüssel immer auf den bewegbaren Plattformen landet. Okay. Der würde sogar, wenn du ihn einfach durchlaufen lässt, irgendwann in den Abgrund fallen. Die Sache ist... Da links war ja Scheißraum. Hier waren wir ja prinzipiell überall. Mhm. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal ganz an den Anfang zurück, weil uns fehlt noch ein Schlüssel für nach hinten. Das habe ich gerade gepasst, verpasst. Nichts. Absolut nichts. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Du hast nur erklärt... Nee, du hast nur verpasst, wie Jan versucht hat, Laufen zu erklären. Das ist tatsächlich nicht so relevant gewesen. So, gehen wir erstmal auf die andere. Bye. Ich weiß nicht, sind die dann auch, bleiben die tot? Solange du nicht zu viele Räume wechselst, ja. Ich will ja nur einmal auf die andere Seite. In dem Raum war ich ja schon. Machen wir meine Karte, ne? Mhm. Hallo? Bitte ignorieren Sie mich nicht. Ich habe hart ignoriert. Das ist ein Viecher, wo ich kann den teilweise echt nicht ausweichen. Nee. Weil die einfach meine Bewegungen predikten. So. Okay, die holen wir gleich. Laufen gleich gehen und rennen gleich schneller als laufen. Gracie, ich falte schon seit Jahren meine Packungsbeilagen nicht mehr selber. Das muss ich immer erledigen. Aber Jan kann das dafür echt gut. Ja. Puff, puff. Doch, nö. Wo ist der Typ eigentlich? Hat er keinen Bock mehr auf die Bomben? Mhm. So, nehmen wir erstmal kurz die Truhe mit und dann muss ich da unten in dem Wirbelraum nochmal gucken. Mhm. Oh! Geil, 300 Rubine näher am Bogen. Ziemlich nah dran sogar. Wie faltet man DHL-Pakete? Nicht so wie 90% der Leute beim Wichteln. Ey, ich war fast keiner kriegt diese DHL-Pakete. Ja, das habe ich auch schon erzählt. Das war der falsche Raum. Gefalten. Das habe ich auch am Anfang schon erzählt. Es ist nicht so schwer. Ach, der war noch einen weiter vorne. Mhm. Dafür kann ich mich gleich einfach wieder zurückporten. Mhm. Richtig praktisch. Key. Da ist mein letzter Schlüssel. Nice. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich alles haben. Mhm. Also der Dungeon war ein bisschen verwirrender aufgebaut. War wahrscheinlich eher wirklich so ein Rätsel-Dungeon dann einfach. Aber ganz cool. Außer die komischen
Ich weiß nicht, sind das Vögel? Die sehen für mich so ein bisschen so aus, weil die auch so Vogelfüße haben, aber die mag ich nicht. Sind auch eklig. Und ich glaube, ich und diese Stiefel für diese Sprintattacke werden auch keine Freunde werden, aber naja. Hier wieder raus? Mhm. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich hatte ursprünglich gedacht, vielleicht kommt man hier einfach noch zwischendurch Schlüssel. Aber nein, du brauchst wirklich einfach 4 Stück. Der wollte mich von der Seite. Guten Tag. Hallo? Wenn ich da jetzt rüber renne, komme ich nicht an. Nein. Aber ich muss ihn irgendwie runterlocken. Mhm. Ne? Wie hast du die bitte hochgehoben? Hat nicht funktioniert. Nein. Ich wüsste auch nicht, was ich ihm alternativ vor die Nase werfen sollte. Schmeiß dich einfach auf ihn drauf. Auf ihn drauf? Alternativ auch an ihn dran. Okay. Ich soll mich an ihn ran machen. Ja. Habe ich. Funktioniert nicht. Mach dich noch schneller an ihn ran. So weit sind wir in unserer Beziehung, aber noch gar nicht. Oh! Kacke! Oh! Hallo. Huch. Du musst ihn angehen. Ja. So. Muss ich mich an diese Leiter auch ranmachen? Irgendwie bezweifle ich, dass man das so hätte machen sollen. Du hättest einfach springen können. Aber ich dachte, das muss ich nicht extra erwähnen. Ich zeige wirklich sehr gerne alternative Lösungswege, weißt du? Okay. Und das war einer davon. Okay. Ich habe mich für die Allgemeinheit einmal geopfert. Dann ist gut. Außerdem ist der Boss in diesem Dungeon so easy, dass ich gar keine Herzen brauche, wollte ich sagen. Aber da ist ein Herzspawner. Nevermind. Dieser Raum ist unglaublich befriedigend. Weil du die ganzen Zelte kaputt machen kannst? Nein, weil ich die Vögel alle besiegen kann. Ich muss mich halt echt noch an die Stiefel gewöhnen und daran, dass ich halt währenddessen springe, weil ich immer davon ausgehe, dass die ganze Arbeit für mich machen. Du kannst deinen Lauf übrigens auch einfach abbrechen. Ne? Echt? Ja. Wie? In eine andere Richtung drücken einfach. Oh. Das Schlimme ist, ich komme halt mit diesen Stiefeln nicht so klar und ich muss den Boss gleich so machen. Das macht mir ein bisschen Schiss. Die ersten beiden waren voll billig. Bei dem Djinn, okay, musstest du halt gegen die Wand werfen mit den Kraftarmbändern. Das war ja irgendwie noch nicht mal ein Einsatz vom Dungeon-Item. Das hattest du einfach. Und den ersten hast du einfach verprügelt. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst. Dungeon-Items gleichzeitig einzusetzen, sind doch irgendwie Zelda-untypisch, abgesehen vom Bombenfallen. Weiß gar nicht. Ich erinnere mich nur an diese Scheißkombination aus Auge der Wahrheit und Pegasus-Stiefel. Ne, Gleitstiefel. Hm. Um in dem Schatten-Dungeon über den Boden zu kommen. Das hat mich so abgefuckt, weil du dann auch noch Magie-Limit hattest. Das war anstrengend. Ich wünschte mir, ich hätte irgendwann so eine Beziehung wie ihr beide. Das ist einfach zu herrlich. Mal mehr, mal weniger. Man findet manchmal Müll und Kleiderbügel und Dreck und noch mehr Müll an den interessantesten Stellen. Aber ansonsten... Heute? Vorzugsweise immer neben dem Mülleimer. Aber auch oft genug von dir. Nein. Doch. Nein. Doch. Er hat letztens seine ganzen verrotzten Taschentücher einfach hinter den Mülleimer geworfen. Hab ich gar nicht.
letztens noch hinter Mülleimer welche gefunden. Das waren die von Kai. Ach so. Boah, Kai, Mann. Ich muss aber sagen, wenn du von mir Müll hinter Mülleimer findest, dann nur, weil ich der festen Überzeugung war, ich hätte den Mülleimer getroffen. Das stimmt. Nein, also schon irgendwie Relationship Goals, aber du brauchst dann schon manchmal ein paar Nerven. Ich mit Jan, Jan aber auch mit mir. Mhm. Ich hab den auch getroffen. Ganz bestimmt. Hm. Naja, aber ich habe manchmal meine Tage, da bin ich vielleicht auch ein bisschen trollig. Ich habe zum Beispiel Jan mal die Zelda Daruk Amiibo einfach in sein Unterhosenfach gelegt. Jetzt hast du dafür die auch mal in dein Unterhosenfach zu bekommen. Das stimmt. Und dann kam die Konterrache und dann habe ich ein Bild von Kapaloris aus Detektiv Pikachu, dieses What-Face, ausgedruckt und wieder in Jans Unterhosenfach gelegt. Ich glaube, das war mit dir nicht aber auch wieder als Konter gemacht? Ich glaube ja! Das ist schon sehr verstörend, durchaus. Das übrigens auch. Oh, Geld. Ich finde es interessant. Ich glaube, hier bekommt man dann diesen extra. Was? Oh, könnte ich das da kam. Wenn ich bedenke, du hast eigentlich schon. Du brauchst gar keine Schlüssel, du kriegst in diesem Raum nochmal einen Schlüssel. Oh. Das ist wahrscheinlich wieder dieser Extraschlüssel, ja, von dem die Rede war. Ach komm, nehmen wir den aus Prinzip noch eben mit. Dann wollen wir doch mal gucken, wie schlimm das jetzt wird. Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Ist ja so hässlich. Spawnt die jetzt der, die das einfach immer mehr Schleime und das bringt mir eigentlich gar nichts, die zu besiegen? Das stimmt. Okay. Ja, wäre besser, du wärst unsichtbar geblieben. Gigasoll? Zoll? Zoll? Oh nein, nicht schon wieder der Zoll. Das sieht ja witzig aus. Was macht der denn? Machst du irgendwas? Oh, ich kann ihn nicht einschaufeln. Okay. Irgendwie bin ich zu blöd zum Werfen. Ich habe auch nicht das... Muss ich ihn oft genug treffen oder an der richtigen Stelle? Seine Augen. Ich hätte sein Auge treffen müssen. Das wäre vielleicht naheliegend gewesen. Moment. Das war die falsche Richtung. Ich glaube, jetzt komme ich da nicht mehr durch. Aha. Ich muss ihn teilen. Ich habe jetzt erstmal versucht, ihn so zu treffen. Dann halt mit Bomben. Dann halt mit dem Sprint. Kann ich da was gegen machen, dass ich mich nicht bewegen kann? Ja, aber du kannst dich ja nur nicht bewegen, wenn die auf den Boden fallen, ne? Und du auch auf dem Boden stehst. Hm, ich sehe. Eigentlich... Moment, ich muss... RIP? Ich muss die Bombe noch wegpacken. Heißt, wenn ich springe... Vielleicht nicht. Wenn ich nochmal lerne, wo X und Y und Knopf sind... Wenn du ständig X drückst für die Feder, warum legst du nicht einfach die Feder auf X? Das auch nicht. Weil die ganze Zeit schon auf Y ist. Wo ist jetzt weiter? Tot. Was? Hast du ganz bestimmt gekillt. Okay. Oh. Der war doch irgendwie billiger als gedacht. Mhm. Ich hatte jetzt halt echt Schiss. Weil ich finde das gar nicht so einfach, mit den Pegasus-Stiefeln dann wirklich anzugreifen. Vor allem, wenn man es vielleicht schnell machen muss. Dementsprechend habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. Vor allem, weil ich immer diese richtig schlimmen Flashbacks habe von dem einen
Ocarina of Time Boss, den man eigentlich ja mit den Gleitstiefeln machen muss, auf diesem Trampolin. Und ich habe den damals ohne gemacht. Fragt mich nicht, wieso. Und das war so ein halbes Trauma irgendwie. Aber... Das sind immer noch keine Gleitstiefel. Das ist Pegasus-Stiefel. Für mich ist das das Gleiche. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, erstmal so ausprobiert, den anzugreifen und hochzuspringen. Hat alles nicht funktioniert. Gut, man hätte drauf kommen können, dass man sein Auge treffen muss. Ja, das ist immer so ein Schwachpunkt, aber ich wollte jetzt alles andere ausprobieren. Dass man ihn dann teilen muss, war aber sehr offensichtlich, so dünn wie der geworden ist. Aber das war ja auch das Einzige, wofür man die Attacke wirklich gebraucht hat. Der Rest war eigentlich easy peasy. Musste halt noch dahinter steigen, dass man genau dann springen muss, wenn die runterkommen, um nicht betäubt zu werden. Aber dann ging das eigentlich ganz gut. Zoll, einmal platt gemacht. Und Kai, ich nehme immer Derp-Stories. Wobei, steht gar nicht Derp drin. Aber sie wird bestimmt derpig, weil du mir jetzt sagst, dass du bei dem Boss gestorben bist oder so. Hat es nicht geschafft, ihn zu teilen? Also ich brauche vielleicht manchmal ein Momentchen, aber den konnte man eigentlich ganz gut blicken. Wie gesagt, das mit dem Teilen fand ich doch sehr offensichtlich, die Augen prinzipiell auch. Das mit dem Springen, ja gut, aber passt schon. Was ist das denn da? Es sieht aus wie so ein Pömpel, mit dem man sein Klo reinigt. Der goldene Pömpel. Och, Kai. Das ist schon irgendwie cute. Aber es passiert. Das ist ja nur menschlich. Der Schlüssel ist fürs Klo. Aber ich musste gerade nicht, deswegen habe ich ihn behalten. Ach, das ist eine Glocke. Das ist ein Nixenglöckchen. Kein Pömpel. Das klingt, als würde mich irgendwer anrufen. Hallo, hier ist der Windfisch. Bitte rette mich. Ja, Harfe, Ocarina und Pömpel. Wasserfall. Im Wasserfall ist es versteckt. Da war ich schon! Da war der lustige erste Teleportpunkt, der mich einfach nur hochgeschleudert hat und dann kam ich wieder runter, weil ich noch kein Gegenstück hatte. Da ist, glaube ich, auch. Ja, da ist halt auch ein Teleportpunkt direkt beim Wasserfall. Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Eis spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolin verlassen kannst. Geh nun zur Durstwüste. Ihre Einwohner werden dir den Weg weisen. Ich sage nur Uhu. Hieß es nicht gerade noch Wasserfall? Wo ist denn potenziell die Wüste? Oh, nicht da. Also ich würde mal schon fast sagen, hier wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher so da. Mhm. Das heißt, ich muss da irgendwie hin. Aber nur mal so das Interesse. Wo kann ich jetzt mit den Stiefeln überall was machen? Hier würde ich potenziell rüberkommen. Ist aber auch Shortcut. Recht gleichgültig in dem Fall. Mhm. Dann war hier noch eins im Wasser. Gut, schwimmen kann ich immer noch nicht. Aber wahrscheinlich ist das auch eher der Wasser-Dungeon. Das ist nur der Fake-Low-Budget-Wasser-Dungeon hier. Ach so. Denke mal, das ist eher der hier. Dementsprechend, da komme ich erstmal nicht dran. Ich weiß gar nicht, auf der Seite war ich, glaube ich, eh noch gar nicht, weil ich da hätte hinschwimmen müssen. Mhm. Okay. Dann war hier die Höhle. Da hast du alles. Da habe ich alles. Mhm. Da war noch irgendwie eine Truhe. Mhm. Kam ich an die mit den Pegasus-Stiefel? Pegasus-Gleit? Kam ich an die mit den Stiefeln dran? Weiß ich jetzt gar nicht. An die Truhe nicht, aber da waren auch Zelte. Okay. Dann war da der Muschelbazar, da könnte man natürlich auch noch mal hin. Ich muss gerade mal so ein bisschen, bevor ich jetzt überall langlatsche, gucken. Da bin ich einfach nur durch. Da war scheinbar noch irgendwas versteckt. Mhm. Da könnte man noch mal hin. Da war auch noch potenziell irgendwas. Aber ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Warum habe ich das auf dem Friedhof markiert? Mhm. Ich weiß es gerade gar nicht. Wahrscheinlich war da auch noch irgendwas. Da ist das Schloss, da war ich. Und da ist halt der besagte Wasserfall.
Oder hier, oder... Na, ich denke mal eher hier. Wie sad die Wand da einfach guckt. Ja. Links vom Wasserfall. Ja, schon. So, und... Wie ich darüber komme, ist die andere Sache. Ansonsten... Da kann ich auf jeden Fall noch hin. Ich habe ja gesagt, ich komme da noch mal hin zurück. Da war der... Hier ist das Herzteil, hier war einfach richtig hart geschenkt. Es lag da einfach nur rum. Ja... Aber ich glaube, ansonsten... Zwei Stellen hätte ich da noch. Guck mal, da sieht man sogar, dass hier oben auch ein Teleportpunkt ist. Mhm. Weil hier weiß ich halt auch noch nicht, wie ich hochkomme. Ich würde spontan sagen, von rechts einfach. Ja. Wo hättest du denn noch? Da ist eine Karo da, was du auf der Karte hast. Oh no! Ja. Und die Bibliothek.